Wenn man aufsteht und frühstücken kann und dann durch einen Stall geht, Rinderstall durchgeht und das ist alles in Ordnung. Ne? Das ist ein positiver Tag und wenn die Kinder fröhlich aufstehen, das ist ganz wichtig. Wir sind jetzt 21 Jahre Biobetrieb. Wir haben umgestellt auf Bio, deswegen, weil diese Misswirtschaft, was auf der Welt derzeit passiert, haben wir auf unserem Hof nicht weiter betreiben wollen. Das Bio ist einfach besser, weil man genauso nachhaltig wirtschaften kann und genauso produktiv sein kann. Und es ist einfach für die Menschheit und für die Natur einfach verträglicher, sage ich mal. Die Kühe sind den ganzen Jahr draußen und haben im Winter genug Auslauf und haben von Mitte April bis Ende Oktober, Mitte November immer auf der Weide. Wenn die Sonne gerade aufgeht und du gehst durch auf der Weide und das Gras ist noch da nass, es riecht so frisch und es ist so schön. Und wenn du siehst, dass dann die Kühe in eine Richtung rüber grasen, das ist so schön. Die Kälber sind ca. 11 Monate bei der Mutter, rund um die Uhr. Wenn sie ein neugeborenes Kalb nehmen haben, reagieren sie sehr sensibel. Ne? Da musst du ein bisschen aufpassen. Ne? Es kommt dann irgendwann die Zeit, wenn sie merkt, dass er Hilfe braucht, dann lassen sie sich alles über sie ergehen, die Kuh. Ne? Das fasziniert einen einfach. Aber nur draußen in der Natur siehst du, was du magst. Und du hast auch Freude, wenn du das nächste Mal vorbeigehst, weil du das gemacht hast. Du siehst das mit der Hand. Und du erntest es mit der Hand und du verarbeitest wieder mit der Hand. Und dann haltest du das fertige, den fertigen Salat, das fertige Kraut in den Händen und bist stolz, was du in dem Jahr wieder geschafft hast. Ich bin Renate. Ich bin der Hans. Wir sind überzeugt, die Bierbahn, weil es uns ein Anliegen ist.